ein Stück. Das erste, was ich mache, ich drehe einen Fuß. Ihn so drehe, je mehr aggressiv wird er natürlich. Und dann muss man immer wieder stoppen, um die Späne rauszukriegen. Jetzt müssen wir die äußere Kante markieren. Sehen Sie, so kommt es langsam. Das ist die Rückseite dann. Halten mal, sodass es immer gut zu sehen, wie sich das langsam entwickelt. Auf diese Art und Weise. Jetzt nehmen wir das raus und dann, jetzt sieht es vorläufig so aus. Ne? Ich habe erlebt es immer wieder, wie dann die Schüler solche Sachen plötzlich kaputt machen, weil sie was nicht durchgedacht haben. Ich meine, das passiert mir auch. Dann setzen wir das da drauf. That's it. Ich sage dem Outside in, ich drehe es außen und drehe es dann nach innen. Oder natürlich so richtig schweizerisch. 1, 2, 3, 4. Dann habe ich mir eine Scheibe gedreht zum Drücken auf der Gegenseite. Meine Kerze, die wird ungefähr 25 mm groß oder 24, geht einfacher zum Rechnen, geteilt durch 2, links und rechts 12 mm weg. Genau dieselbe Hälfte müssen Sie sich jetzt nach oben vorstellen und dann wissen Sie ungefähr, wie der Kerzenkörper aussehen könnte. Sieht man mal die Kontur, die ich gedreht habe, dann drehen wir das Ganze mal. Ungefähr so sieht das jetzt halt aus. Sicher nicht auf allen Seiten gleich, weil ich es nicht mehr schön gerichtet habe. Ich bin da noch zu breit auf dieser Seite. Sie können auch mal mit dem Finger drüber und da, wo es noch stark rattert, genau da müssen Sie noch wegdrehen. Wir können mal zwischendurch wieder
abschalten und schauen, wo wir sind. Wir haben da noch Platz zum Strich hin, aber man sieht sehr deutlich, wo ich bereits gearbeitet habe und wo noch nichts bearbeitet wurde. Ich mache das jetzt nicht ganz fertig und ich habe gesehen, ich habe da irgendwann mit dem Meißel zwei Ecken rausgedonnert. Ich habe es gemerkt, als ich mit dem Meißel ranging, dass da was Klick gemacht haben. Ja, das ist alles. Mein Name ist Björn Köhler, Drechslermeister aus Eppendorf im Herzgebirge. Und der Vortrag steht heute unter dem Thema traditionelles erzgebirgisches Freidrechseln. Ich zeige einfach mal ein, zwei Sorten von Bäumen, wie man es machen kann. Befestigen und... Ich kann zum Beispiel auch diesen Grundsatz umkehren, indem ich den Baum mal so umhernehme. Das Prinzip einfach mal spielerisch umgedreht. Und das ist immer mal gut, mal eine Sache von der anderen Seite betrachten. Wenn man eine Form hat, mal mit den Gegenformen experimentieren und mal probieren, wie sieht das aus. Zum Abschlagen würde ich empfehlen, das nächste Stück Holz immer zu nehmen. Hat den Vorteil, man ist doch nicht so genau immer beim Zielen mit dem Hammer und erwischt dann doch ab und zu mal das Futter. Man kann mit dem Meißel noch viel mehr machen. Und da gibt es im Erzgebirge, also in der Region, wo ich herkomme, doch auch eine längere Tradition im Rollbaum drehen. Also diese kleinen Spanbäume, wo dann so Locken angedreht werden.